Uda Mari. Ul Atikwaifa. Apa. Laiwa Maya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja. Palhu Uda Mari. Winja Baltasha. Gwaifamas. Shaus Uls Dawson. Sana Kwaida Shanchi Parishai. Salwa Winja Marwa. Machi. Sami Gartichi Nafa. Winjai. 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 Udam Uls Wut, der Kampf um Oros, beginnt. Die vermissten Venya. Da ging's aber jetzt rund, oder? Da fällt mir gerade ein. Hallo und recht herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Mein Name ist Sirius und das ist das niegelnagelneue Far Cry Primal. Gespielt auf der PlayStation 4. Wir sind mittlerweile schon bei Folge, weiß ich nicht, 2021, 22 oder so. Ihr müsst es eigentlich wissen, um welches Spiel es sich handelt. So, vermisste Venya werden mit einzigartigen Fähigkeiten wohnt zuletzt im markierten Gegend. Ah, hier, guck mal, jetzt können wir diese besonderen Typen den Handwerker und sowas holen. Durchsuche Oros und bringe diese begabten Venya in dein neues Dorf. Also wir werden jetzt als nächstes vermutlich, schließe das mal eben, Winja. Winja, das sind ja diese begabten Oros, die wir schon haben. Ich bin dieser super begabte Oro, Venja. Ich bin Takar. So, jetzt muss ich erstmal alles einholen. Das ist Syla oder Sila oder wie auch immer. Und das hier ist, oh, Legende des Mammuts. Man kann doch Mammuts machen oder was? Das ist Tensai. Oder Tensai. So, und jetzt müssten auf der Karte irgendwo noch andere angezeigt werden. Und zwar, in der Tat sehen wir jetzt die drei neuen Charaktere, die wir noch besuchen können und zu unserem Dorf holen. Das ist Jaima, die Jägerin. Sie wird dir beibringen, wie du deinen Jägerblick verbesserst. Okay. Über die Bestienmeisterjagd wird sie uns mehr erzählen. Dann haben wir hier oben noch Voga, der Handwerker. Damit wird man dann zum Beispiel diese Kralle herstellen können, wo man mit die Klippen hochklettern kann. So, und wen haben wir noch? Das ist Karosch, der Krieger. Er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüstet dich mit besseren Keulen und Winterkleidung aus. Vermutlich brauchen wir hinterher Winterkleidung, weil hier oben ist ja noch hier, das ist ja auch noch alles hier. Wahrscheinlich ist das so Schneegebiet hier. Das Grüne wird vermutlich hier, das ist ja noch alles grün. Das wird ja vermutlich noch alles dann normales Sommergebiet sein, aber vielleicht diese Sachen, die da hinten waren, diese felsigen Sachen, hier ist noch alles. Es ist schon ziemlich groß. Ja. Und guck mal, das sind alles Schnellreisepunkt, 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 weil die Wege sind halt wirklich unendlich lang. So, was... Ich würde sagen, ich würde persönlich hier Jaima, die Jägerin, bevorzugen, weil das halt extrem cool sein wird mit den Fähigkeiten, die wir da bekommen können. Wir können aber mal, weil es jetzt hier so nah ist, mit Tensai reden, der Schamane. Da wird es eventuell dann eine coole Mission für uns geben. Wer weiß das schon? So, ich markiere mal. Und eigentlich müssen wir... Ach, ey, das habe ich doch gemacht jetzt. Ich habe das alles gemacht. Lass mich in Ruhe spielen. Eigentlich, wie cool das aussieht, wenn er gar keinen Pfeil und Bogen vor sich hält, oder? Können hier so, wenn er jetzt noch keine Karte eingeblendet wäre, könnten wir jetzt hier so richtig coole Screenshots machen. Schlecht sieht das nicht aus. Also wirklich nicht. Ich finde, immer noch, also sie haben sich ein bisschen mit der Vegetation übernommen, logischerweise. Kein Anti-Lasing und solche Geschichten, aber ansonsten ist das doch super. So, ich sammle hier mal eben noch ein paar Sachen ein. Fleisch können wir immer gebrauchen. Weil jetzt ist wahrscheinlich auch der Wolf weg und der Wolf kommt erst wieder, wenn ich ihn rufe, oder? Ziegenfell habe ich eingesammelt. Könnt ihr mich mal durchlassen? Hallo? Hallo? Ich will hier durch. Oh.
So, wir gehen auch mal eben einmal ins Dorf und können da ja eigentlich unseren Rucksack hier. Takas Höhle, fehlendes Upgrade. Wir brauchen Dachsfell, da könnt ihr vielleicht beim nächsten Mal mit dran denken und das in die Kommentare posten. Und wo ist denn hier, unser Aufbewahrungslager? Hier. Bauen wir davon irgendwas? Obwohl eigentlich sammle ich ja alles unterwegs immer ein, oder? Ich nehme mal Holz mit. Ich habe immer keinen Bock, Holz zu sammeln. So. Hey, du kannst überall was machen jetzt, ne? Also war das Spiel schon vorher frei und offen mit seinen Rumlaufmöglichkeiten, wie man einfach so vor sich hinspielen konnte. Kommen jetzt nochmal diese ganzen Sachen dazu, dass du halt Gebäude verbessern kannst, dass du Fähigkeiten erlernst und so. Es wird jetzt nach und nach wirklich immer umfangreicher. Glaube ich. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ah, Warpedi. Uguan. Tishayu. Gasuri. Aaya Pacha. Fagui. Udambi. Upavi. Udam, Fakwe ha Aya Pashta. Udam, Fakwe ha Aya Pashta. Okay, jetzt erleben wir wahrscheinlich wieder so eine Vision, ne? Checkpoint. Vision des Eises. Finde die Steinfrau. Chalti Udam Marsh. My Krabba. Und sie hat nur gesagt, ich soll es nicht anfassen, ne? Und wir haben es trotzdem gemacht. Wie es ausschaut, habe ich jetzt eine sehr friedliche Keule in der Hand. Kuar Shashguani. Auch überhaupt nicht groß ausholen, die gehen auch so sofort down, wie man merkt. Oh, das sieht aber aus wie jetzt von Endboss. Sehr super. Okay, die Typen sind irgendwie ein bisschen unsterblich.
Da haben sich ja schon was einfallen lassen, oder? Ich komme da nicht hoch. Okay, anscheinend einfach Augen zu und durch. Anscheinend wie bei allem hier einfach durchlaufen. Die gefrorenen können wir nicht abbrechen oder zerbrechen. Ist ja nicht so, als wenn ich das nicht gewohnt wäre, wegzulaufen. Aber was mache ich mit denen? Jetzt sind die schon zu viert und die Steinfrau bewegt sich nicht weiter. Stoppe den Udam-Angriff. Ja, aber wie? Ich habe keine zusätzlichen Fähigkeiten, Möglichkeiten. Wow. Und wenn ich drauf zeige, dann gehen die kaputt. Oder war das jetzt Zufall? Irgendwie fast tot. Sorry Leute, aber es funktioniert hier auch nichts, weder heilen noch sonst irgendwas. Und die Typen oben beschießen mich mit den Pfeilen, da komme ich halt so oder so nicht hin. Okay, ich level gerade wieder ein bisschen auf. Müsste mal wieder ein bisschen Energie zurückgewinnen. Ach, guck mal, das geht relativ schnell. Komm her. Ich glaube nicht, dass ich da hochkomme.
Nö. Da kann ich nicht hochklettern. Jetzt mal kurzer Moment zum Nachdenken. Ups, jetzt fällt neben mir ein anderes Pad runter. Ich habe jetzt keine Stelle gefunden. Das ist auch wirklich so ein bisschen hektisch gerade. Vielleicht beim Zugucken irgendwie so, hä? Aber du merkst ja die ganze Zeit, aus jeder Richtung wirst du beschossen, von jeder Richtung wird ein Pfeil angezeigt, aus jeder Richtung schreit einer. Du kriegst die ganze Zeit irgendwie auf die Fresse. Und ich habe jetzt wirklich, du kannst nicht heilen, du kannst keine Jägeransicht anschalten, du kannst keine Waffe umschalten, du kannst kein Tier rufen. Ich habe wirklich jetzt aktuell nur diese Keule und ich habe jetzt keinen Punkt gesehen, wo es einfach weitergehen sollte. Man kann nicht hier hochhüpfen. Ich gehe mal wieder zu dieser Figur. Ach, werfen! Jetzt sehe ich das, Mann. Es wird oben eingeblendet. Das habe ich wirklich überlesen im Eifer des Gefechts. Also jetzt mal sowas, weißt du, wahrscheinlich wurde das jetzt schon seit 2 Minuten eingeblendet und ich habe das nicht gelesen. Ja, warum auch immer. Vielleicht ist es nicht so, wenn man privat spielt, aber wenn du so denkst, oh, das nimmst du jetzt auf und die Leute gucken dir zu und so, dann kann es durchaus auch mal sein, dass der Information flöten gehen, die du ansonsten vielleicht ganz normal bemerkt hättest. Vision des Eises. Immerhin noch in diesem Video abgeschlossen. So, eigentlich würde ich jetzt ganz gerne auf Stopp drücken, aber ich gehe jetzt in der Tat auch wirklich schlafen, wenn die Folge jetzt hier fertig aufgenommen ist. Und ich gucke mal, ob die noch eben mit einer Zwischensequenz oder sowas startet. Vermutlich. Bleib da! Bafetal. Bal Balhu Udam Fakwe. Shunta Daba Dabu. Galaita. Udam Bacham. Shrash. Shrash. Yagisu Sarta. Swarga. Marmari. Makwadi. Udam Shasquan Isla. Udams, masup near Bacham. Uda Blahaguar Pati. So, dann war es aber das jetzt endgültig für heute. Ich fand, das war ein sehr schöner Part. Ich hoffe, es hat euch ein ganz klein bisschen gefallen. Ich sag, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr Bock drauf habt, gerne Daumen hoch. Bis zum nächsten Video und haut rein.